Tasche. Oh, Tasche braucht es eigentlich nicht unbedingt hier. Ja, gut, aber ich habe dich. Wissen Sie, bin ich Raucher, eben Raucher und Genussraucher, sogenannter, habe ich immer dabei drum. Aschenbecher, Zentrifugal, Aschenbecher. Ja, muss, oder schon. Ich meine, Hundebesitzer gehen auch nicht ohne Säckli verusen, oder? Ja, ob dann Säckli gebraucht wird, ist eine andere Frage. Habe ich auch schon Ausnahme erlebt. Habe ich auch vom Fenster von meiner Wohnung aus habe ich Person gesehen draußen, macht immer so mit Kopf. So, ich denke zuerst, ist jemand ohne Aufenthaltsbewilligung. Weil ja, machen immer so etwas. Habe ich auch gemacht. Habe ich immer so gemacht. Aber der nicht. Der war 100% Aufenthaltsbewilligung. Und dann erst habe ich gesehen, oh, Hund gehört zu ihm. Und dann sind zusammen weggegangen oder so. Ja, und zurückgeblieben ist so ein kleiner Haufen. Ja, ohne Aufenthaltsbewilligung. Ja. Muss man Regeln kennen hier einfach, unsichtbare Regeln. Das ist einfach so Sprache. Ja, schwierig. Habe ich Kurs besucht, Deutschkurs. Schwierig, aber Genitiv besonders und Genitiv Aussprache besonders oder sehr sehr unbeliebt zum Beispiel war Ausdruck wegen höherer Gewalt. Haben alle Arme geschüttelt, oh, da muss das sein, kann man nicht anders sagen, wegen höherer Gewalt. Kann man nicht sagen, wegen hoher Gewalt oder höchster wäre einfacher. Aber, oh ja, Herr Eschlimann, das war Kursleiter, oh, war er sehr streng, sehr streng. Nötig, hat immer gesagt, wenn Genitiv, dann diese drei Worte verlange ich, sonst können Sie Genitiv missbrauchen nach Strick und Faden. Aber das verlange ich, weil gibt höhere Gewalt. Ja, war ein bisschen fromm als Hobby auch. Gut, auf wieder. Und dann hat er an Tafel geschrieben, groß, wegen höherer Gewalt gleich Genitiv, haben alle abschreiben müssen, alle, auch Dirko, war auch an diesem Kurs, guter Typ, Dirko. Ja, baut immer Baugerüste auf und ab und ab. Sonst hat er auf Big geschrieben, wegen höherer Gewalt gleich Genitiv. Und dann hat er gesagt, ja, wenn dasselbe ist, dann sage ich nur Genitiv. Ja, ich einfacher kennt er schon vom Chef, der sagt endlich immer definitiv. Und da habe ich kürzlich wieder getroffen. Dirko hat er gesagt, war gute Zeit mit Kurs und auch Leuten und hat er auch gelernt. Eben gerade deswegen höherer Gewalt hat er, also Genitiv hat er dann einmal brauchen können, war er zu Hause, war sehr krank, hat hohes Fieber, hat angerufen, Chef, Entschuldigung, kann morgen gehen, ich habe hohes Fieber, kann nicht kommen. Ja, ich jetzt einfach Genitiv. Und also Reaktion von Chef war sehr positiv, hat er sofort Bewilligung gegeben, hat gesagt, ja, mit dem ist nicht Spaß. Und gesagt, ihr wisst, Sie habe ich in letztem Thailand-Aufenthalt etwas Ähnliches aufgelesen im Genitivbereich. Sehen Sie, es kann passieren, so ein Missverständnis ist mir auch schon oft passiert. Das habe ich, ich könnte viel erzählen. Zum Beispiel, habe ich einmal Liegenschaftsverwalter nach Unterschreibung von Mietvertrag, endlich Wohnung, erste Wohnung in Schweiz, war so lange, lassen wir. Habe ich dann gefragt nach Unterschreibung, darf ich wissen, warum ich ausgerechnet bekomme Wohnung? Und dann sagt er, ja, sie schienen uns mehrheitsfähig. Jetzt habe ich damals nicht verstanden, mehrheitsfähig.
Also schon verstanden, aber falsch. Mehrheitsfähig etwas mit Heizen. Sicher, denke ich, ich bin mehrheitsfähig als Vorgänger. Wahrscheinlich hat er Fehler gemacht, Vorgänger, also muss ich besser heizen, um Wohnung zu behalten. Und dann, ja, aber was muss ich besser machen? Was hat Vorgänger falsch gemacht? Hat er zu wenig geheizt? Ja, aber das ist ein Problem für Vermieter, oder? Zu wenig. Höchstens, das habe ich dann gemacht, oben, Wohnung oben war alte Frau. Das vielleicht immer zu kalt kommt von unten im Winter oder so. Ja gut, und dann habe ich aber, bevor ich, also muss ich mehr heizen, habe ich dann, bevor ich Brennholz bestellte, wollte ich dann alte Frau selber fragen, wenn ich sie sehe, habe ich sie getroffen im Treppenhaus und gefragt, darf ich wissen, wie hat mein Vorgänger geheizt? Und sie sagt, weniger. Ja, jetzt war klar, ich muss also mehr heizen. Und da habe ich richtig fest, extrem geheizt, bis 30 Grad hinauf. War sehr, sehr unangenehm, Tapeten lösen sich und alles. War viel zu heiß und Wohnung und zu teuer, da habe ich dann wieder gekündigt. Aber also nur zu sagen, heute weiß ich natürlich, aber immer, wenn ich höre, mehrheitsfähig, wird mir ganz schnell ganz heiß.